In der Wohnung des Kunden soll eine neue Unterputzverteilung eingebaut werden. Zusätzlich sollen Geschirrspüler und Waschmaschine separat abgesichert werden. Der Boden wird vor Schmutz und Beschädigung durch eine Abdeckung geschützt. Der Deckel der alten Verteilung wird entfernt. Bevor an der alten Verteilung gearbeitet werden kann, muss dieser aus Sicherheitsgründen freigeschaltet werden, das heißt spannungsfrei gemacht werden. Bei diesen und ähnlichen Arbeiten müssen immer die 5 Sicherheitsregeln beachtet werden. Erstens, freischalten. Zweitens, gegen Wiedereinschalten sichern. Drittens, Spannungsfreiheit feststellen. Viertens, erden und kurzschließen. Und fünftens, spannungsführende Teile abdecken oder abschranken. Der Ausschnitt in der Verkleidung muss vergrößert werden, um die neue Verteilung einsetzen zu können. Beim Einsägen ist darauf zu achten, dass vorhandene Leitungen nicht beschädigt werden. Die alten Leitungen werden abgeklemmt. Die einzelnen Adern mit deren Zuordnungen zu den Sicherungen werden beschriftet, um später das Wiederanschließen zu erleichtern. Nachdem die Reste der alten Verteilung entfernt wurden, wird mit Hammer und Meißel die Öffnung im Mauerwerk vergrößert. Mit einem Handbesen wird der Ausschnitt gesäubert. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Verteilung in das Mauerwerk einzulassen. In diesem Fall wird Gips verwendet. Die Wände werden nun mit Wasser angefeuchtet. Jetzt wird der Gips auf dem Mauerwerk aufgetragen. Das Unterteil des Sicherungskastens wird in der Wand eingesetzt und ausgerichtet. Nun werden die neuen Sicherungen auf den Hutschienen aufgerastet. Die Zuleitungen werden unten an die Sicherungen angeschlossen. Kammschienen erleichtern dabei die Arbeit. Für die neue Leitung wird direkt neben dem Sicherungskasten ein Loch in die Verkleidung gebohrt. Auch hier ist darauf zu achten, dass vorhandene Leitungen nicht beschädigt werden. Um die Leitungen sauber verlegen zu können, werden Kabelkanäle montiert. Nachdem die zusätzlichen Leitungen in die neue Sicherungsverteilung eingeführt wurden, werden sie abgemantelt und an die neuen Sicherungen angeschlossen. Jetzt muss diese Leitung bis in die Küche zur Geschirrspülmaschine verlegt werden. Dort wird eine neue Steckdose installiert. Für die Prüfung nach VDE werden mit einem entsprechenden Messgerät an allen Leitungen und Betriebsmitteln der Isolationswiderstand, die Durchgängigkeit des Schutzleiters und die Netzinnenimpedanz gemessen. An Betriebsmitteln, die nicht durch einen Fehlerstromschutzschalter geschützt sind, muss außerdem die Schleifenimpedanz gemessen werden. Wo ein Fehlerstromschutzschalter eingesetzt ist, müssen für diesen zusätzlich der Auslösestrom, die Auslösezeit und die Berührungsspannung gemessen werden. Die gemessenen Werte werden in das Prüfprotokoll eingetragen. Sind die Arbeiten erledigt, wird die Abdeckung als Berührungsschutz eingesetzt. Als letztes schreibt der Monteur den Montagebericht. Es werden die ausgeführten Arbeiten, die Arbeitszeit und die verwendeten Materialien aufgelistet. Der Montagebericht wird vom Kunden unterzeichnet und der Monteur fährt zurück in den Betrieb.